Herzlich willkommen zu meinem ersten Mal und dieses Mal mit Atomic Run Gun Jump Gun. Ich muss gestehen, ich habe in dem Spiel noch nicht sonderlich viele Berührungspunkte gehabt, abgesehen von einer sehr funkigen GIF innerhalb der Pressemitteilung, die uns Tobias von, ich will jetzt den Namen nicht falsch aussprechen, Cosmo Cover zugespielt hat und auch uns den Code für mich besorgt hat. So, God Shepherd Entertainment, ein Indie-Studio. 33, ich denke mal auch. Bin jetzt ein bisschen unvorbereitet, aber wie gesagt, der erste Eindruck zählt. Okay. Ja, also falls ihr noch nicht wusstet, wie man Atomic Run Gun Jump Gun schreibt, da habt ihr's. Ui, richtig dringender Soundtrack hier. Ah, okay. Oh, es geht bis zur Sonne oder sind das jetzt die Credits? Ah, das sind die Credits tatsächlich. Okay. Ich werde mal ein bisschen leiser drehen, weil es ist doch schon ein bisschen laut, zumindest bei mir auf dem Kopfhörer. So. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. Ja, Credit dem Credit gebührt. Jetzt aber nicht böse sein, Leute. Wir wollen ja hier uns das mal angucken. Dann gucken wir doch mal. Okay. Also schon mal sehr stilistisch. Abschnitt 1. Die Sonne stirbt. Wohlauf den Herren des Krieges Hysterie regiert. Okay. So. Halte L zum Springen, nicht tippen. Ach, das ist auch noch ein Autorunner. Ah. Ah. Ach so. Okay. Oh Gott. Okay. Was meinten sie also mit Jump Gun? Yeah. Zum Schießen. Okay. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Okay. Oh Gott, ich habe so irgendwie das Gefühl, sobald dieses Tutorial vorbei ist, werde ich mich blamieren. Hey, das ist irgendwie lustig. Wow. Okay. Hat der Mund im Mund? Okay. Ja, dann wollen wir mal. Tutorial ist wohl vorbei. Ja. La 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 la. Das sind wohl Checkpoint-Flaggen. Ich will es aber nicht unbedingt ausprobieren. Au. Den Schnurrbart. Okay. Ui. Ui. Ah, hehe. Ich bin der Beste. Jetzt noch einen Knochen abnagen musste, du mieser Blinder, schon die Level überspringst? Nein? Sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier und würde dir zuhören. Oder zulesen. Hui! Du weißt, dass die Sonne stirbt, ja? Sie wird uns alle mit sich nehmen. Ist es Absicht, dass da so ein französischer Bart hinter dem... Wow! Also jetzt werden wir schon ein bisschen Super Meat Boy hier, oder? Boah, nee, das mach ich nicht. Und du kaust auf unseren Knorpeln, du verfressene kleine Marade. Okay. Ich habe zwar gut gefrühstückt und Knorpel bin ich nicht so der Fan von. Oh Gott. Opa! Aha! Friss, friss, hol die Atomics-Made.
Okay. Okay. Alles klar. Hui! 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 Oh, uiuiui. Das ist vielleicht ein guter Moment auch mal zu erwähnen. Oh, interessierst du dich für unser Schicksal, kleiner Plünderer? Achso, ich muss das anders betonen, Entschuldigung. Das Spiel kostet übrigens 7,99 in des im Nintendo eShop. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch in anderen Konsolen ist, aber schon irgendwie was anderes. All diese Worte hörst du nicht, oder doch? Also, ich lese sie, reicht das? Yeah! Oh, hier was zum Schießen. Oh Gott. Ui. Okay. Kindergarten ist vorbei. Warum blinke ich eigentlich so lustig? Jetzt sag nicht, ich bin unverwundbar. Oh, Abschnitt 2. Die darbende Sonne erbebt. Der alte Plünderer senkt sich herab, hungrig nach dem Vergangenen. Mann, oh Mann, wie poetisch. Haha, Vöglein spielt. Sieh nur, Vöglein hat Spaß. Warum erinnert mich das jetzt an diese eine aus Episode 7 von Star Wars? Ach, das muss man kaputt machen. Ah, zweimal getroffen werden und dann ist... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hier geht's los. Hier geht's los. Uiuiui. Ihn fort. Oh Gott. Oh Gott. Nein, den hole ich nicht. Da. Okay. Spielst du gern auf unserem Planeten? Bald gibt es sie nicht mehr. Hö, was? Oh. Ach du Sch. Ach du. Oh Gott. Wow, 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 wow. Haha, ich bin der Beste. Okay, er hat schlecht gegessen. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Puh, sobald die Projektile ins Spiel gekommen sind, wird das ja richtig... nein. Ich habe zwei verpasst, ich habe jetzt nur einen gesehen. Überspringe Level, wenn du sie nicht schaffst. Weißt du wie? Ach so, ich glaube so. Okay. Aber wir wollen ja die volle Dröhnung. Warum liest du? Du solltest doch schießen. Ach, die Dinger können auch abknallen. Oh Gott. Jo, muss reichen. Keine Zeit für lange Reden. Quoten zu erfüllen, Blut zu vergießen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh, 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 ui. Oh. Pff, hui. Mein Magen, das könnte das Ende sein. Da unten der Smiley. Oh, wow, wow. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lebe noch. Schön, dass du einen fahren lassen hast. Ventralator. Was ist denn ein Ventralator? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh. La 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 la. Puh. Hä?
Blob, der Joghurt, der mir den Darm verdrehte. Ups. Wo wir gerade drüber sprechen, der Blob kommt demnächst für die Switch, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay. Ja. Dann hätte ich auch schon mal den Quotentod erledigt. Oh Gott. Uff. Hui. Okay, Kinders. Schlechte Quote, 3 von 10. Da ist das hübsche Vögelchen. Das Vögelchen sucht Beute. Wabbel. Okay, alles klar. Nein. Ah! Nein. Nein. Ui. Abschnitt 3. Er nagt an den Knochen eines Tiers, doch das lebt das Ächzen seines Todes halt in der Luft. Hm. Da kriegt er doch gleich Hunger, oder? Okay. Warum sieht er aus wie Kylo Ren? Warum hat er ein Smiley auf der Kappe? Falsches Feuer. Neue Welt freigeschaltet. Du hast genug Atomics für deine Reise nach der Eklipsengürtel gesammelt. Über das Hauptmenü. Das freut mich. Ja, Mist, dass nichts richtig funktioniert. Luftangriff. Ich will doch gar nichts von euch. Oh Gott. Oi, ei, 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 ei. Oi, oi. Oi, oi. Uff, Alter. Nein. Nein. Okay, jetzt. Jetzt aber wieder Fokus. Nein. Nein. Die nehme ich mit. Nein. Mann. Also ich finde es sehr schön. Wow. Ich finde es sehr schön, dass... Ich bin sogar ohne getroffen zu werden durch... Sehr schön, dass man ziemlich nahtlos wieder anfangen kann. Bitte kommen. Der Diamantennebel. Also selbst wenn man stirbt, man kommt ja ziemlich flott wieder an den Anfang und... Wow. Und ein Level ist jetzt auch nicht so lang. Aber... Ich möchte an dieser Stelle betonen, ich drücke wirklich nichts außer L und R. Ah, ich wollte gerade ZL ausprobieren. Okay. Das ist ein Level für die Koordinationsgabe, die ich nicht habe. Uiuiui. Nein. Ah! Okay. Boah, da ist so viel. So, nein. Selbst nur laufen bringt nichts. Nein. Oh. Boah, 2 von 9 bin ich schlecht. Ich muss von hier verschwinden, das ist gut. Pralle Hecke. Okay. Boah, da unten sind auch noch ein paar und einfach einen Schlag. Ach du Kacke. Boah. Oh, lecko mio, du. Hey. Einer von 11. Ich werde besser. Von unten. Das ganze System, hau ab. Ah, bin ich jetzt hier auf anderen Planeten oder wie? Wow. Dass hier immer andere Rassen sind, die immer dann... Wahrscheinlich interpretiere ich einfach zu viel rein. Das nennt man eine zweckmäßige Story. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Sixillianen. Doch dazu musst du zuerst noch weiter runter. Okay.
Oh! Ey! Mein Sägeblätter nach einem Schmeiß ist jetzt aber auch nicht so die Feine. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Okay. Oh! Wie habe ich das gerade geschafft? Okay, so, 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 so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Okay, erstmal das erste abknallen. So. Dann Tiefflug. War ja klar, dass ich es dann doch nicht schaffe. Die Sonne blendet mich. Ich hab's geschafft. Ah, erstmal anders setzen. Erreiche die innere Welt. Okay. War bestimmt jetzt nicht so gedacht als Lösungsweg, aber genug Atomics, innere Welt und dann weg. Hey, man erkennt ihn ja. Wow, 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 wow. Pfui. Boah, was zum Geier. Boah. Boah, uiuiui. Ich rede von Atomics, ich rede von Treibstoff. Dann nichts wie weg. Labsinthe? Okay. Boah. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Die Leute hier sind verrückt. Eins von jedem, bitte. Okay. Moment, eins von... Oh Gott. Oh! Leckt's mich doch. Puh. Habe ich gerade eine Rolle gemacht? Das ist bestimmt total sinnlos. Und wahrscheinlich einfach nur so... Weil es sie gibt... Okay. Oh Gott. Ich hab mich selber ausgedockt. Oh ja. Hoi. Flaggen. Cool. Abschnitt 4. Jetzt geht es nicht mehr lang. Flüstern die Diener des der Kriegsherren. Die Strahlung frisst ihre Haut. Okay. Mich doch liebt. Oh, nein. Da war mein Hirn gerade im Urlaub. Ja. Oh, boah. Boah. Abknallen. Okay. Also Muscle Memory reicht hier nicht aus. Ei. Okay. Na. Bei den fliegenden Rotorblättern, Sägeblättern, reicht ein kleiner Schuss aus, um die wegzuschießen. Das ist gut. Muss man nicht draufhalten. Doch bin ich unfähig. Nein.
Also ich kann richtig... Ich kann sehen, dass Leute sich in so einem Spiel richtig verbeißen werden. Das ist auf jeden Fall... Oh, huh! Eieiei! Die Sonnengöttin liebt nicht, braucht mich. Okay. Ist das da unten sein Mund? Nein, 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 nein. Ich will nicht so schnell wie die Schüsse sein. Geh weg! Oh Gott. Hey. Hey, schon wieder eine Rolle. Ich brauche dich. Ich kenne dich doch nicht mal. Rauf und runter. Okay. Oh. Nein. Oh, ist das... Hui! Meine Herren! Ohne Kriegsherrn ist kein Platz für Plünderer. Warum heißt dieses Level Magen jetzt? Oi, oi, oi. Puh! Hundezerstörung ist kein Platz für die Aasgeier. Ja, das kann man mal so stehen lassen. Oh Gott. Oh, oh nein! Wurf! Oh, es gibt hier so viel auf dem Bildschirm, worauf man da achten muss, ey. Dünndarm. Du läufst wegen mir, du schießt wegen mir, du springst wegen mir. Okay. Nein. 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 Ich hab gesagt nein. Wuppa, 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 wuppa. Wuppa. Haha. Deine Stacheln. Okay. Er hat einen zweiten Magen? Warum hängen Flaggen von dir in deinem Magen? Oh, oh. Oh Gott. Oh. Diese kleinen Biester habe ich überall hinterlassen. Das ist schön. Man braucht ein Hobby und so. Oh Gott. Wow, 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 ich hasse fliegende Sägeblätter. Oh, okay. Die sägen auch, nur die besten. Nur die besten, besten sägen. Ha. Okay. Uff. Oh. Okay, die brauchen ein paar mehr Schüsse. Also, wenn man gleichzeitig noch was einsammeln will, dann... Boah. Fällt das unter die Kategorie Muscle Memory oder bin ich einfach nur zu doof dafür? Freu dich auf die nächste Welt. Okay. Ich wollte erst gucken, was, und dann war mein Finger zu langsam. Wow, wow. Ah, was war das denn? Okay. Der Hund hat die Tür aufgemacht. Alles klar, gut zu wissen. Ui. Comics hast du, braver Plünderer, er geht weiter. Okay. Ach, ich kann was drücken. Okay.
Ich hab doch eine... Ach so, okay. Ich habe die erste Welt sozusagen besiegt. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, da ich jetzt nicht weiß, wie weit es noch geht, es sieht ja so aus, als ob eine Welt 40 Level hat. Und das würde ja bedeuten, dass ich 120 Welten Level vor mir hätte und halt eben schon ein Drittel durch habe. Dementsprechend will ich jetzt nicht zu viel davon nehmen. Das ist auf jeden Fall... Ich mach mal gerade wieder ein bisschen leiser. Moment. So. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, an dem Leute, die sich gerne die Zähne ausbeißen, um es komplett durchzukriegen, also ich denke mal, wenn man alle Atomics hat, dann fühlt man sich wieder King, durchaus auf ihre Kosten kommen werden. Ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Ich danke nochmal Tobias in das Vertrauen, uns einen Code zugeschickt zu haben. Und ja... Atomic Run Gun Jump Gun. Seit dem 9. Februar im E-Shop der Switch für 7,99. Wer ein bisschen Herausforderung möchte, schaut es euch an. Und ich gehe jetzt mal gucken, was der Hund da abgerissen hat. Ciao.